Ah, ihr zwei. Schön, dass ich drauf zeige mit dem Mauszeiger auf die den Timer von Deck Story. Schade, dass ihr den nicht sehen könnt. Ja. Gut. Wie auch immer. Cut ist halt bei 26 Minuten circa. Nein, ich bin jetzt nicht rein. Da. Ich brauche Wood Platforms. So, Holz brauche ich nicht für mein Vorhaben. Ich kann jetzt nicht rangehen, meine Fresse. Was? Perlwood? Nee, erstmal Perlwood Zaun. Perlwood Items machen wir mal. Jetzt brauche ich noch Boreal Wood. Daraus muss ich auch Zäune machen. Ich kann jetzt nicht rangehen. Die brauche ich noch. Erstmal weiter unten. Aus meiner Bastelkiste. Da, die brauche ich noch. Meine Fresse, das Gekloppe nervt. Danke. Tschüss. Oh, warte doch, wie mir da rechts ist. So, was brauche ich noch für die Geschichte? Jetzt habe ich schon die Hälfte vergessen. Obwohl, Zäune. Habe ich beide? Ja, die kann ich ja schon mal bauen. Ja, die kann ich schon mal bauen. Die Zäuni und die Glasplattform auch. Reicht. Na komm. Machen wir die 100. 100, genau. 120 voll. So, und jetzt brauche ich noch Moriot Fence. Müsste es eigentlich schon gewesen sein. Gut. Also ab. Ja, kann auch so machen. Ah! Aber schräge Dingsel, da hier schon gezielt. Schon klappt das nicht. Zeit dafür? Ja, das sollte passen. Vielleicht nicht das Einfärben nachher, aber ich bin zu weit. Ich wollte jetzt da zwischen den beiden Wolken machen, und zwar eine Brücke. So, tschüss. Da habe ich auch mir so ein Guide angeguckt, so ein kleines Guide-Video. Wenn ich es nicht verpenne, schaffe ich das vielleicht sogar zu verlinken. Verlinken.
Hab's auch schon mal ein bisschen ausprobiert, einfach ein Backup genommen und dann mal die Sachen zusammengesucht. Und ich meine, ich müsste alles zusammen haben. So. So, das tun wir da mal da rein. Ja, so. Müssen wir immer noch nachprobieren. Nee. Erstmal ein bisschen ausprobieren. So. Das müsste das Richtige gewesen sein. Und jetzt werden die erstmal nach unten gekloppt. Dreimal hämmern, dann sind die dreimal hämmern, nicht viermal. So. Egal. Kann ich mir mal auch holen. Noch nie. Alle Plattformen nach unten bringen. Haha, runtergefallen. Richtig so, oder? Ja, ist es. Jetzt kommen die Zäune. Oh Mann. Ja, lass ich ihn halt durchbringen. Jetzt nicht. Bin mitten in der Aufnahme. So, er muss doch merken, dass ich ihn wegdrücke. Schreib mir eine SMS, wenn du was Wichtiges hast. Genau so. War es richtig? Ja, ich glaube schon. Ja, packen wir die mal hier hin und so. So. Ich sehe irgendwie. Ständig sind irgendwelche Viecher im Weg. Die weg. Alle weg. Alle hier, wie sie da sind. So. Na gut, hatte ich auch bei den hier bei der Testaufnahme. So, jetzt geh mal aus dem Weg, damit ich sehe, was ich da falsch gebaut habe. So, und jetzt, flup, hallo, flup, so, danke, war schon viel, nein, das war zu viel, so, hämmern, da ein hin, da, komm. Bleib mal da. Nee. So. So ein. 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 So ein.
So ein. So ein. Da noch mal einen drauf. Das Gefühl, dass ich SMS bekomme, dass mein Handy die ganze Zeit am Summeln ist da. Lust, nur damit mich keiner anruft oder sonst wie stört, irgendwie wieder spät in der Nacht aufzunehmen. So, wir sterben, danke. Ist das natürlich im Weg? Ah, gell. Eins. Zwei. Ein bisschen verrissen, schon baut er zu viel ab. Gut, das wäre das. Jetzt kommt der nächste Teil. Jetzt kommen die Glasplattformen. Oh, die baue ich jetzt mal so da drunter. Nach, aber ziemlich nah dran. Was ich nicht mache, sind diese, ja, Megafon, genau. Wie heißt es, diese teilweise Unterbrechungen mit Holzblöcken, weil ich möchte da praktisch so flüssig durchfliegen können. So, aber was ich noch korrigieren muss, warum ich auch die Holzplattform da drunter baue, zum einen natürlich, um die Holzzäune da drunter so ein bisschen zu verdecken, aber auch, weil ich jetzt mal mit dem Hammer das zeige, was ich meine. So, ich will da nicht durchfallen. So, das ist der Springepunkt. So, aufpassen, dass man da nicht die falsche erwischt. Damit hätten wir das. Das passt schon. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu denen hier. Das wäre auch schon der letzte Teil. So. Oh Mann, geh weg, du scheiß Dörpling. Aschenloch hier. So. Und weiter. Du stehst gerade im Weg. Genau so. Na, ich sollte lieber nicht die Mauszeige halten, sonst macht er das irgendwie zu viel. Oder? Komisch, heute nicht. So, das machen wir mal von hier aus. Oh, meine Fresse. Diese Viecher alle noch am Nerven sind hier. So, weiter. So, nein, falsch. Da nicht. Die Dschungelviecher nerven besonders. Du stehst mal wieder im Sichtfeld. So. Doch, ist irgendwie richtig. Gut, damit hätten wir das. Und das, was ich jetzt noch nicht geholt hatte, hole ich jetzt. Ah, das ist ja noch, ein bisschen bunt. So, flupp.
Ja, das können wir gleich machen. So. Da hatte ich ja auch schon genug von gehabt. Marlene, einmal hier. Paint Roller brauche ich. Paint Brush. Brown Paint. Jetzt machen wir alles braun an. Ja. Dann sortieren wir das ein, dann gucke ich mal, was ich dann mache. Den kann ich schon mal... Naja, ah so nicht. Rüber zu ziehen. Da haben wir die... Achso. Nämlich, hey, wieso ist das transparent? Gut. An Marlin. Ich glaube, das kann ich. Slime, ja, ist mir egal. So. Hier gibt's. Achso, das kann mir das. Genau. Es gibt ja keine. Wolkenwand, die da ist, die da versehentlich mit dem Smart Cursor angemalt werden kann. Also können wir... weg! Also können wir den Smart Cursor da einfach mal schalten und walten lassen, wollte ich sagen. So, aber hier wird's jetzt... Ja, nass. Hier wird's, müsste ich jetzt aufpassen, dass er nicht die Wolken anmalt. Mache ich jetzt mal hier mittig. Und hoffe mal, dass er nicht übers Ziel hinausschießt. Genau. Genau das soll er nicht machen. So, ja, dann seht ihr ja schon, wo die Reise hingeht. Gut. Wär's? Habe ich noch irgendwo was übersehen? Nö. Gut. Ja, damit ist die Brücke fertig. Also, ist natürlich... Wäre schöner, wenn die nicht so auf gleicher Höhe wären. Gleicher? Exakt gleicher? Fast gleicher? Wie auch immer, auf gleicher Höhe. Dann wäre die ein bisschen, ich sag mal, ja, variabler, ungleichmäßiger, whatever. Aber gut, das wäre diese Hängebrücke. Mal gucken, ob ich da noch später mehr baue. So, erstmal hier zurück. Einsortieren. Gehen wir uns gleich nochmal um den Schaleim kümmern. Erstmal hier. So, malen wir hier oben. Alle rausgenommen, na gut. Oder haben wir irgendwo einen Einer-Stack über in brauner Farbe? Das da rein, das da rein. So, das kann weg. Weiter Quickstackomania, das hätten wir ja fertig. Was hat denn da gerade Pock gemacht? Egal. So, Blöcke und Co. Wo war denn das Boreal Wood drin? Zwei. Hier. Da. Weil da passt nichts mehr rein an Zäunen. Erstmal Sword Items. Machen wir es anders. Machen wir es hier rein. Und auch mal sortieren. Gut. Das hätten wir, und dann kümmern wir uns mal um die Schleime. Geht natürlich ein bisschen sehr schnell. Woher habe ich denn die Bombe? Achso, weil die Schleime auch sowas trauen können. So, hoffe ich, geht das relativ schnell.
sowieso. Und dann rufe ich mal zurück und frage mal nach, was der Kollege wollte. Also breche ich die Aufnahme doch eben schon nach 50 Minuten ab. Kann ja dann später dann eine weitere Aufnahme-Session dranhängen. Wahrscheinlich, boah, keine Ahnung, ob ich dann ein neues Haus baue oder die Frischron nochmal will. Frischron, genau. Da ist King Slime. Wo ist er? Da ist er. Jetzt ist er da. Und tschüss. Was habe ich denn jetzt noch alles? Slime Hook, Solidifier. Ja, ist klar, Stop Falling from the Sky ist. Gut, dann sortiere ich das jetzt ein. Was ist das? Ninja Shirt. Achso, ja, das haben wir auch schon. Wo sind überhaupt die Vanity-Kisten? Vanity 1, 2, 3, 4. Da sind die Ninja-Klamotten. Also packen wir die mal in eine andere Kiste. Ich habe doch mittlerweile eine weitere angelegt. Ja. Er ist departed. Ja, schön für ihn. Whatever. Das sind sogar Ninja Pants. Pants, Pants, whatever. Hosen halt drinne. Gut. Ja, irgendwie so. Gut, passt. Ja, haben wir Folgen sogar etwas Unterlänge. Einen Moment. So, ja, sind die Folgen halt ein bisschen kürzer. Und ich guck mal, was ich beim nächsten Mal mache. So habe ich das ja halbwegs gut aufgeteilt. Mit hier Brücke bauen innerhalb einer Folge. Und den anderen Vorlauf in einer anderen Folge. Und dann, ja, vielleicht ein bisschen Haus bauen. Noch ein, zwei Mal Duke Fishron killen. Dann weiter am Haus bauen. Weil ich will ja auch mehrere Häuser hinbauen, nicht nur eins. Und dann war's das. Und vielleicht auch mehrere Brückenverbindungen machen. Wo könnte man denn überhaupt? Da könnte man eine steilere machen. Da könnte man so mit. Kann man da so zwei ineinander machen? Weiß ich noch nicht so. Mal gucken. Hier wäre es zu steil. Das passt nicht. Da könnte ich vielleicht noch mal eine zwischenbauen. Obwohl, not really. Ist auch wurscht, ob und wo und überhaupt ich da Brücken baue. Sie werden wohl alle nach demselben Schema sein. Wenn ich mal wirklich so eine ganz kurze baue, dann... Ja, und vielleicht mache ich auch andere, die jetzt darauf ausgelegt sind, gerade zu sein oder über einen Fluss zu gehen. Oder, ja, Fluss nicht. Flüsse gibt es nicht so in dem Sinne, aber über so einen See halt. Wie auch immer, wir sehen uns mal hier... Beim nächsten Mal, jetzt hat die Folge doch leicht Überlänge. Ja, nicht wirklich. Wie immer mit dem guten alten Outfit. Ach komm, die kill ich noch. Ach, jetzt habe ich die einen da unten nicht weggenommen. Egal, komm. So, oh, ein Wyvern-Banner. Ja, wie praktisch. 52 Super-Wyvern. So, wir sehen uns jetzt aber trotzdem beim nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Bis dann.